Der DAX dürfte heute eine Verschnaufpause einlegen, davon gehen Banken und Brokerhäuser nach den jüngsten Kursgewinnen aus. Gestern hatte der DAX 0,5% höher bei 13.058,66 Punkten geschlossen. Da kaum Konjunkturdaten und Firmenbilanzen auf dem Terminplan stehen, dreht sich die Diskussion auf dem Börsenparkett um die Bundespolitik. Nach dem Scheitern der Gespräche zur Bildung einer Jamaika-Koalition versucht Bundespräsident Steinmeier, Neuwahlen zu verhindern und will zwischen den Parteien vermitteln. An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,3% und der Nasdaq 0,1% höher. Der S&P 500 stieg um 0,1%. Quelle: n-tv.de